Liebe Klasse, ich begrüße euch zu zwei Lektionen Musik. Ich hoffe, ihr seid ausgeschlafen. Wir beschäftigen uns heute nämlich mit den ungeraden Taktarten, auf Englisch Odd Meters. Ja, Odd Meters, das bedeutet nichts anderes, als heute kein Takt kommt, der eine gerade Anzahl von Grundschlägen hat. Im Moment hört ihr das Stück Take 5 von Dave Brubeck. Take 5 bedeutet nichts anderes als 5 dieser Grundschläge. Ich zähle einmal mit. Wenn ihr Lust habt, tut mir doch was nach. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, und so weiter und so fort. Viel Vergnügen. Grüß euch miteinander. Ihr werdet wohl ein bisschen erstaunt sein, jetzt schon wieder einen anderen Lehrer hier vorzufinden in derselben Lektion. Aber es ist eben so, wegen der doch außergewöhnlichen Klassengröße hat uns der Kanton ein Team-Teaching bewilligt. Wir machen das also zu dritt und werden uns da ein bisschen abwechseln. Ich muss mich noch entschuldigen, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich wäre besser zu Hause und würde Tee trinken. Aber es ist halt so, mit den Stellvertretungen, bis man die gefunden hat und bis die dann alle diese Taktarten dirigieren können, da machen wir es halt doch gescheiter selber. Also, das heutige Thema sind ja die ungeraden Taktarten. Wir haben den Fünfvierteltakt bereits gemeinsam kennengelernt, also eigentlich sogar gemeinsam erlebt. Und gehen jetzt zur nächsten Taktart weiter. Jetzt müsst ihr aber selber herausfinden, was das für eine Taktart ist. Ein Fünfviertel wird es nicht noch einmal sein, das wäre ja ganz gemein. Also es ist etwas anderes und ungerade ist es. Und das ein bisschen schwieriger ist, hören wir uns mal nur die Gitarre an. Benni, könntest du schnell das Kärli da vom zweiten Stück ein paar Mal spielen, bitte?
Ja, jetzt versucht doch mal dazu zu zählen. Also man muss natürlich zuerst mal das Metrum wissen, das wäre dann so. Und dann schauen, wann es immer wieder beginnt, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jorge, ich hab's dir doch gesagt, du sollst nicht immer gerade reinreden. Ich weiss schon, dass du das hörst, aber wir müssen doch denen, die nicht so schnell sind, auch eine Chance lassen. Es sind einfach nicht alle gleich begabt und wir wollen doch die unbegabten Schüler nicht ausschließen, nicht wahr? Ja, jetzt wisst ihr es halt schon, es ist ein Siebenvierteltakt. Das Stück heisst Lightning Strikes und ist von Yes viel Vergnügen. Stealing the world.
Grüß euch miteinander. Ich bin der Musiklehrer aus dem MN. Mathematisch-naturwissenschaftlich im Gymnasium. Abteilung vom grossen Gymnasium Kirchenfeld. Ich will jetzt keine grossen Reden halten über unsere Schule, sondern wir machen nochmal eine genau gleiche Übung, wie vorher Ben Vater gemacht hat. Aber diesmal Jorge, gell, nicht alles verraten, sondern wer die Antwort weiß, soll die Hand hochhalten, sobald er sie weiß. Also wir machen wieder das gleiche Spiel. Margot, könntest du den Anfang von Money, dem nächsten Stück, spielen? Merci. Also, wir müssen wieder den Puls finden. Könnt ihr den hörbar machen? Sehr gut. Und wo ist die Eins? Wer satt soll mal sagen Eins. Ja, Lüther. Toni. Toni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Gibt wieder 7. Also wir machen jetzt eine Version mit drei Versionen. Eine Version mit drei Versionen von Money. Das erste Money war eben das soeben Gehörte aus Pink Floyd oder von der Band Pink Floyd. Das zweite heißt And the Money Kept Rolling On. Und da muss ich jetzt etwas erklären, weil in and out. Weil es ist viel komplizierter, weil es so schnell ist. Ich kann nicht so schnell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wenn ich das noch dirigieren möchte, dann kommt niemand mehr mit. Deswegen habe ich gedacht, ich tue euch das mal an der Tafel erklären. Ah nein, Jorge, du hast die Tafel vergessen zu putzen. Amber. Also wichtig ist ja, dass man da gut hinsieht. Sehen alle die Tafel? Also, ich kann 7 durch 7 teilen, gibt 1. Ich kann 7 durch 2 teilen, geht schlecht. Ich kann es durch 3 teilen, geht auch schlecht. Also mache ich eine Kombination. Ich teile sie durch 2 und 3. Klar? Zum Beispiel kann ich 2, 2 und 3, das sind so drei Teile von 7, gibt zusammen 7, wenn ich das addiere. Ich kann jetzt die 3 zum Beispiel, oder sagen wir die 3, nehme ich mal hier in die Mitte und mache hier die 3. Und dann muss ich natürlich diese 2 hier ersetzen. Oder eine weitere Möglichkeit, ich nehme die 3 nochmal einen Schritt nach vorne und setze sie an den Anfang. Dann gibt es 3, 2, 2. Und so ist auch das Stück, das wir jetzt dann gleich hören, aufgebaut. Jetzt, um das ganz klar zu machen, mache ich mal die Striche. Das ist, habe ich vorhin geschnippt. 3. Wenn ich das jetzt verbinde, so, dann habe ich hier, kriege ich hier Pi und dann warte es. Und das Logo unseres Gymnasiums. Hier die Abteilung GHD. Ich muss mich beeilen. Wie geht das? Grenzwert gleich Limes extendiert zu unendlich. Ja, eben, es gibt drei Versionen. Die dritte habe ich noch gar nicht erwähnt und die erwähne ich auch nicht. Es ist das erste Rätsel. Mitten im Stück erscheint noch eine Money-Version. Heißt auch Money. Gut zu hören. Der Money. Good.
Ja, vielen herzlichen Dank. Zur Sicherheit versuche ich es noch ein bisschen anders. Es hat ja ein paar, die verstehen von Musik vielleicht nicht so viel, aber dass ein zwei Achtel zusammen ein Viertel geben, das ist ja logisch, oder? Das ist für alle noch klar. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen Dreivierteltakt haben, dann gibt es sechs Achtel, immerhin schön in Zweiergrüppchen. Eins und, also eins und zwei und drei und eins und zwei und drei. Und wenn jetzt aber eins von diesen Zweiergrüppchen noch einen dritten Achtel dazu hat, dann haben wir erstens sieben Achtel und zweitens haben wir immer noch einen Dreitakt, aber mit einer Verlängerung. Ist das gegangen? Klar. So, jetzt kann diese Verlängerung natürlich irgendwo sein. He? Und jetzt schauen wir mal, ob ihr das wirklich begriffen habt. Ich dirigiere so einen Dreiertakt und mache irgendwo eine Verlängerung. So, wir fragen mal Claudia. Hast du gemerkt, wo die Verlängerung ist? Ja, beim 3. Bei der 3? Stimmt! Ja, super! Aufgepasst. He? Zweites Beispiel, es hat ja noch mehr, he, die das herausfinden können. Dieses Mal fragen wir den Lukas, wo war denn hier die Verlängerung? Ich habe nicht aufgepasst. Nein, der Lukas, also du musst halt nicht immer mit deiner Kollegin schwatzen, ehrlich. Jorge, wo war die Verlängerung? Auf der? Nein. Ist doch logisch, Lukas, also ehrlich. Also, gut. Wir gehen jetzt weiter, wir machen jetzt so ein Stück mit einer Verlängerung. Ich sage nicht, was sie ist. Und wenn ihr es nicht wisst, dann fragt, wie war der Name schon wieder? Claudia, genau. Frag Claudia, nicht den Lukas. Habe ich ganz vergessen, das ist ein Stück für Frauenchor aus dem Osten. Es heißt Irgendedo, weil im Osten machen sie eben auch so komische Taktarten. Dom, 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 Irgendera, Cervendera, Etaka, Bataka, Nakrivile, Calpaceta, Etaka, Bataka, Irgendera, Cervendera, Etaka, Patacca, na crivile calpaceta, e taca, patacca, na dore, na dore, e taca, patacca, na crivile calpaceta, e taca, patacca, na dore, na dore, e taca, patacca, na dore.
All he wrote, a kind of ultimatum note he gave to me. He gave to me. When I thought the feed had cleared, it seemed another chick appeared to challenge me. Woe is me. Though I hate to make a choice, my options are decreasing mostly rapidly. Well, we'll see. I don't think he'd bluff this time. I really have to make him mine. It's plain to see. It's her or me. Might instill fear immediately, but not in me. The mighty flee. Ask if I am mouse or men. The mirror squeaked away I ran. She'll poison me while having tea. Does it bother me at all? My mind will.
Das Stück, das Sie soeben gehört haben, war von Sting und hieß 7 Days. Als Solistin hörten Sie Louise Locher. Nun, nicht jeder Titel ist so einfach wie Take 5. 7 Days könnte man meinen, sei ein 7/8, ist aber ein 5/8. Das habt ihr bestimmt gemerkt, jetzt mit dem Vorwissen, das ihr bereits habt. Deshalb werde ich gar nicht näher darauf eingehen. Den nächsten Schritt aber würde ich sehr gerne ein bisschen medial gestalten. Ich habe für euch extra mal eine PowerPoint vorbereitet. Also wie ihr seht, es geht um das Stück Blue Rondo à la Turque von Dave Brubeck. Ich beginne aber mal ganz von vorne. Ich stelle immer wieder fest, dass eine Taktart als Bruch gelesen wird. Es hat nichts mit einem Bruch zu tun. Die obere Zahl bedeutet nämlich die Anzahl Schläge. Die untere Zahl bedeutet... Danke. Den Notenwert. Das könnte dann in den Noten folgendermaßen aussehen. Also man kann jetzt sehr gut zählen. 1, 2, 3, 4 und ja, das könnt ihr ja selber machen. Aber danke. Am Schluss seht ihr sehr gut die Verlängerung, also das Dreierpäckchen da am Ende. Aber jetzt beim neuen Achtel kann das ganz unterschiedlich eben aussehen. Dieses Dreierpäckchen kann irgendwo stehen. Das könnte zum Beispiel so. Danke. Das ist das, was Sie vorhin schon gesehen haben. Also das ist im Prinzip jetzt ein Vierviertel mit einer verlängerten 4. Hä? Also merke. Danke. So, aber es kann durchaus auch an einem anderen Ort sein. Zum Beispiel, wir haben da nochmal diesen 9/8. Danke. Und mehr, man weiß nie so recht, dass rauskommt. Danke. Der Komponist kann auch frei entscheiden. Also, und das Gemeine beim 9/8, ihr seht, jetzt gibt es 3 Dreierpäckchen. Also man kann auch einen 3/4 noch daraus machen. Also ist Verschiedenes möglich, aber ja, man... Danke. Ist nie ganz sicher. Dave Brubeck macht alles dann in seinem Stück. Ihr werdet das bestimmt verfolgen können. Jetzt aber, lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen üben, sonst geht das sowieso nicht. Also ich habe da eine kurze Übung für euch vorbereitet. Ja, farblich, ja. Gut, oben sind die Grundschläge. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Und unten wäre die Übung. Ich zähle jetzt mal diesen Grundschlag. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Und dann, ihr klatscht bitte doch mal diese untere Zeile. Hä? Gut. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Danke. Das war eine Art Applaus, ja, genau. Gut, ich habe da aber einzelne gehört, die da doch ziemlich nah gekommen sind. Jorge, du musst helfen, ich zähle. 3, 4. So schwer ist doch das gar nicht. Gut, ich wünsche euch viel Vergnügen mit dem nächsten Stück Blue Rondo à la Turque. Round, 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 melody, round, round.
Ihr habt es vielleicht gemerkt am Bass, Verstärkung aus dem Chor, Shanane Oersch. Das nächste Stück ist aus dem Norden, ist in Finnisch, heißt Mahinen Neito. Es ist ein trauriges Lied, es geht auch um eine junge Frau oder um eine Jungfrau, die ausgestoßen wird von der Gesellschaft, gemobbt wird vom Dorf und am Schluss den Bund der Ehe mit der Erde eingeht. Ein sehr poetisches Lied von der Band Vertine, eine Band, die Folk und Pop verbindet, aber auch eben diese finnischen Mythen einbindet. Heute hören wir Michel Spiegel. Das wollte ich noch sagen. Ah ja, ganz wichtig, das Mahinan. Mahinan wird auch bedeutet das Lied des Todes. Ja sivet minusta, kuinka kummana katsoivat, kun ei otaneet minua, koskeneet minun kosiat. Minkä tiesivät minusta, kuinka kummana katsoivat, kun ei korjattu kesälle, viime talvena tautuu. Minkä tiesivät minusta, minkä kummana koskivat, kun ei nostettu neitonen, niihinkin täjänkin ikseen. Minkä tiesivät minusta, minkä outona otsivat, kun ei korjattu kutsumaan, tuona taatena tautuu. Mä olin sanoja, mä olen meille kulkemaan.
Ich sehe, es läutet jetzt dann gleich. Aber ich denke, wir machen jetzt gleich noch ein letztes Stück vor der großen Pause. Die dauert dann 15 Minuten. Und dann können wir, wenn wir jetzt ein bisschen verlängern, diese Pause dann ein bisschen verlängern und ein bisschen später die zweite Lektion beginnen. Das nächste Stück heißt The Temple und beschreibt die Szene, die Tempelreinigung aus der Bibel. Da kommt Jesus in den Tempel und sieht, dass der Tempel zu einem Markt, zur Markthölle geworden ist. Markthalle, Markthölle. Und dann reinigt er eben diesen Tempel. Hier sage ich jetzt nicht, in welcher Taktart das Stück steht. Das könnt ihr selber herausfinden. Und dann in der Pause, wenn ihr wollt, zusammen diskutieren, ob ihr es herausfindet. Ein Geheimtipp, es gibt sogar zwei Taktarten in diesem Stück. Viel Vergnügen mit The Temple.
Excuse. Hebel in die Hose. Also, wir fahren jetzt weiter mit etwas Praktischem. Ich habe gedacht, so viel Theorie, da muss man mal das auch anwenden können. Man lernt eigentlich, es gibt den auditiven Typ, den visuellen Typen, aber am besten lernen wir alle, wenn wir mal etwas praktisch erlebt haben. Ich lege jetzt mein Mikrofon ab und spreche dann ein bisschen lauter. Bitte Ruhe im Saal. Hä? Bitte alle aufstehen, aber nicht schwatzen. Hä? Nicht schneller werden. Ba, 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 ba. Wir sind jetzt das Schlagzeug zu der Band. Das Stück heißt Unsquare Dance von Brubeck. Wir, Ben, Vater und ich, kommen ein bisschen helfen. Sehr gut, sehr gut. Also nochmal. Ba, 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 ba. Bravo, wir lernen sehr schnell. Ba, 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 ba. Gut, gut. Wirklich eine begabte Klasse, hab ich immer gedacht. Ja, du musst auch mitmachen. Ba, 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 ba. Ba, ba, ba. Jetzt kommt das Schlagzeug so. Wir haben jetzt das Gefühl, dass es so natürlich, aber es wird dann immer schwieriger. Ba, 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 ba. Jetzt kommt wieder das Thema. Am Schluss des Themas müssen wir sehr gut aufpassen, weil das ist sehr schwierig. Ich habe hier ein paar Schockgeschlägerin. Wer das schafft, jetzt kommt zum letzten Mal. Wer es schafft, ist am Schluss nur zu halten, kriegt von mir ein Schockgeschlägerin. Jetzt! Sehr gut, bravo, Applaus für Bert. Du hast das wirklich sehr gut gemacht, wie ein Schockgestänger, hier auch. Und noch eins da oben, ja, hier. Stomie Milo. Milo i drago, vostruga grada mamo dukjan da imam. Što mi je milo, milo i drago, vostruga grada mamo dukjan da imam. Lele varaj mome, mome kalino, vostruga grada mamo dukjan da imam. Lele varaj mome, mome kalino, vostruga grada mamo dukjan da imam.
in crucit malebere, por in crucit malebere, malebere fusha. Das waren drei Lieder wieder aus dem Osten. Das erste aus Mazedonien, das zweite aus Bulgarien und das dritte aus Albanien. Eine kleine Repetition, es waren alles 7/8-Takte. Das erste mit der Verlängerung auf der 1, das zweite auf der 3 und das dritte wieder auf der 1. Aber ich denke, mit diesem Rucksack, den ihr langsam habt, war das wahrscheinlich klar. Deshalb gehe ich auch gleich weiter zum nächsten Song. Ich habe da wieder eine kleine Präsentation. Das Stück heißt 5-6, es ist wieder kein Bruch, ich komme dann darauf zurück, weshalb das kein Bruch ist. Es ist ein Popstück von Jason Mraz. Und es geht im Folgenden um das, natürlich um die ungeraden Taktarten, aber neu kommt eben noch etwas hinzu. Ich bin wieder etwas anderes gewohnt. Ich mache es noch einmal. Also, die ungeraden Taktzahlen, ja, die sind ja bekannt, aber neu kommt etwas hinzu. Danke. Gut, diese Takt... Sogar wenn gar kein Effekt kommt, super, das macht Spaß. Gut, es beginnt mit einem 6/8. Es geht weiter zu einem 5. Danke. Und dann wieder zu einem 6/8. Ja, ihr seid lernfähig, das ist perfekt. Jeder Takt hat eine andere Taktzahl. Es geht noch weiter, es kommen noch... Oh. Also, eigentlich steigert das, ja. Es kommt nicht... Ja, danke. Alle miteinander, seht ihr jetzt... Fast geht unter, dass hier noch ein 3/8-Takt eben auch noch vorkommt. Aber was mich aber eigentlich jetzt wundernehmen würde nach all diesen Taktarten, was... Steht denn hier für eine Taktart? Ein Versuch. Also ich gebe auch einen Tipp. Das Stück heißt 5-6. Gut, gut. Ich gebe die Lösung, kein Problem. 1/6. Das Stück heißt 5/6, weil es meistens zwischen einem 5/8 und 6/8 hin und her wechselt. Deshalb auch kein Bruch. Gut, viel Vergnügen mit dem Stück 5/6. Als Solistin hört ihr heute Abend Dana Burkhardt. Thank you.
are you pushing them around? Are you begging for attention, or do you love the one you found? Are you giving up your Saturdays to walks all over town? Or is every day a jolly holiday with whomever you're with? You can give it all, boy. Give it all, and be insufferable, no way. Everything is really possible, no way. You never really hope it anyway. It'll all fall in place if you just let go. Don't dress up your children from your past, or they run from your money, they'll never look back. And when they grow older, they do just the same. The world's a reflection of how children play. You can give it all. Oh,
Ja, ganz herzlichen Dank. Das Spezielle an diesem Stück war ja dieser Tanz. Und das muss ich sagen, den haben die Schülerinnen ganz allein ohne unsere Hilfe. Also wir wären auch keine große Hilfe gewesen bei dem, aber ganz ohne unsere Hilfe gemacht. Unter der Leitung von Dina Heims und Fabienne Hackmann. Und alle Tänzerinnen und Tänzer, einen großen Applaus! Ja, und ungerade Taktarten hat es auch ein KV, aber über das sprechen wir jetzt mal nicht, sondern wir gehen gleich weiter zum nächsten Stück. Und das ist gewissermaßen wieder eine Repetition. Ich verrate nur so viel, es ist ein Vierertakt mit einer Verlängerung auf einer Zählzeit. Das gibt in Achteln wie viel? Hey, wie viel? Ja, immerhin so zwei, drei haben es begriffen. Logisch, 9. Das ist ja klar, 8 plus 1 gibt dann diese 9. Jetzt solltet ihr herausfinden, wo diese Verlängerung ist, aus welcher Zeit. Ich habe mir gedacht, für das machen wir jetzt eine Partnerarbeit. Also immer 2 und 2 zusammen. Und während dem Stück, oder zumindest am Anfang, könnt ihr zusammen diskutieren, ein bisschen zusammen zählen und schauen, ob ihr dann auf dasselbe Resultat kommt. Das ist gut. Das Stück heißt I Hung My Head und es ist schon wieder von dem, wir hatten schon einmal eins vom Sting. Viel Vergnügen. Oh,
drink of good rain. I see a long rider crossing the plain. He's come to fetch me to see what they've done, and we'll ride together to day that come. I pray for God's mercy, for soon I'll be there. Ich habe gesehen, auch diese Lektion ist schon bald zu Ende und wir kommen dann auch gerade zum letzten Stück. Aber zuvor möchten wir euch noch sagen, wenn zum Beispiel, dass ihr außer Jorge noch gehört habt, das war unsere Band am Klavier, der Andreas Renkli. Am Bass war der Marco Rohrbach. Gitarre, Bernie Heberlin. Und am Schlagzeug der Adrian Christen. Merci vielmal. Damit ihr diese Mannen und Jorge hört, war Simon Fankhauser am Ton zuständig. Am Licht war Michael Grünert mit seinem Team, Alex Monne, Lucian Bieri, Micha Bigler und Serafin Hammer. Und an der Abendkasse war Anna-Kathy Bolliger-Buser und ihr Team und an der Bar Ursula Oettinger und ihre Crew. Herzlichen Dank. Dieser große Applaus, der gehört schon wieder Anna-Kathy Buser. Noch nicht klatschen. Sie ist diejenige, die uns im Chorlager begleitet, als Leiterin. Und sie macht ihre Arbeit so super. Herzlichen Dank, Anna-Kathy. Damit die Leute auch in die Schule kommen überhaupt, haben gestaltet das Plakat Ursina Tönduri, Adrian Hess, Jonas Alper und Vivienne Heinzelmann. Merci vielmals. Dann als Special Guest heute anwesend ist Marc Wirsch, der die Absenzen von Jorge verwaltet. Herzlichen Dank. Hey! Er macht das sehr gut. Und dann dem Sohn Hügli für die Ticket ausdrucken und dem Vater für diese schönen Krawatten. Und zum Schluss dem Freigeber und dem Kollegium aus dem Kirchenfeld der Schulleitung für die ganzjährige Unterstützung. Vielen Dank, merci vielmals.
Wir kommen zum letzten Stück und als Gast an der Klarinette aus dem Chor Sarah Wermelinger. Das letzte Stück heisst 1,8 Promille und ist von einem Berner namens Müslüm.
meine Damen und Herren, das ist der Mambo Nummer 5. Jedes Jahr ein Primaner-Lied in diesem Chor. Und trotzdem ist man, wenn man irgendwann mal Primaner ist, so weit, dass man irgendwie denkt, was ist das eigentlich? Und wieder, leider hat man niemanden, der das sagen kann, weil die sind auch schon weg. Und dann macht man irgendetwas und das habt ihr jetzt gerade gesehen. Ja, und dann ist noch ein anderer Aspekt, und zwar ein Geschenk. Man will ja irgendwie auch etwas
mitgeben, wir wollen Merci sagen, wir wollen wirklich fest Merci sagen. Und dann haben wir uns überlegt, wir haben wirklich hohe Ansprüche, das Geschenk, das muss euch amüsieren und motivieren und das muss euren Teamgeist stärken und das muss eurer Seele gut tun und das muss euch entspannen. Und dann haben wir uns den Kopf zerbrochen und haben eben etwas herausgefunden. Und wir haben sogar ein Lied gefunden, das dazu passt. Und das wär's. Viel Spass. Zusammen brauchen, das ist wichtig. Und wir hoffen natürlich, ihr habt einen oder zwei oder drei oder zehn wunderschöne Abende mit dem und könnt auch ein bisschen eure Freundschaft stärken mit dem. Merci vielmals für die 3 Jahre.
Obwohl mir jetzt immer noch das Salami-Brot irgendwie nachläuft. Es kommt noch einer, ein letzter. Ein 15-8. Thank you.
a kind of all you made him know. He gave to me, he gave to me. When I thought the field had cleared, it seemed another chick appeared to challenge me. Woe is me. Though I hate to make a choice, my options are decreasing mostly rapidly. Well, we'll see. I don't think it bluffed this time. I really have to make it mine. It's plain to see. It's her or me. Monday, I could wait till Tuesday. Does it bother me at all? My rival is me at all.
killer.